Fortuna befindet sich im zweiten Trainingslager und bereitet sich sehr intensiv auf die Saison vor. Es geht in diesem Trainingslager nicht so sehr um die konditionellen Grundlagen, sondern um Teambuilding und taktisches Verständnis. Natürlich müssen die neuen Spieler in die Mannschaft integriert werden. Das wird durch die Spiele passieren, aber auch durch das Training. Leider sind mehrere Spieler verletzt. Unter anderem fehlt ein wichtiger Spieler. David Kupnatski muss pausieren wegen eines Faserrisses. Wie lange das dauern wird, ist noch nicht klar. Inzwischen ist auch der neue Torwart da. Zach Steffen wird ins Training einsteigen und den Zweikampf mit Michael Rensing aufnehmen. Insbesondere ist hier interessant, wie sich die Mannschaft gegen zwei starke Gegner präsentieren wird. Das wird auch Friedhelm Funkel sehr interessieren, weil er sehen möchte, wie sich die neuen Spieler gerade in diesen Spielen präsentieren.